Willkommen bei Friendly Mr. Z. Heute bin ich wieder auf Eila unterwegs, habe für euch was von Kalila und zwar den Mock oder Moch. Das war einer meiner ersten rauchigen Whiskys, die ich in einem Tasting probiert habe. Ich glaube, das war sogar das erste Tasting, was ich jemals mitgemacht habe. Ich überlege gerade nochmal. Ja, ich glaube schon. Das war das Tasting bei Thomas Plaue. Und zwar war das eine Reise durch Schottland. Da war alles Mögliche bei. Und da war auch dieser rauchige Whisky dabei. Und das ist schon ein paar Jährchen her. Aber spielt ja keine Rolle. Man muss ja auch nochmal ein zweites Mal so einen Whisky probieren. Und damals habe ich rauchige Whiskys gehasst. Also ich habe die probiert, auch beim Tasting. Und dann war wirklich so, du hast die beim Tasting, hast du einen rauchigen Whisky probiert und denkst so, boah, nee, ich muss jetzt gleich was anderes trinken. Und das Schlimme war, das war nicht der letzte. Nach dem Kalila Mock kam noch ein Talisker 57 North, ne, der in Fassstärke oder angeblich Fassstärke mit 57%, gibt es ja leider nicht mehr, wurde eingestellt. Zu dem Zeitpunkt war das echt die Hölle für mich. Ich habe den getrunken, der hat mich null abgeholt, ich fand den überhaupt nicht gut. Und der war so, wo ich gesagt habe, okay, damit kann ich mich noch anfreunden, aber war trotzdem nicht geil. Also kein geiles Erlebnis. Und ja, nach so einem Tasting, gerade wenn die rauchigen Whiskys dabei sind, warst du echt froh, wenn du danach erstmal ein Guinness bekommen hast oder irgendwie was anderes, was nicht rauchig war, um erstmal den Geschmack wieder loszuwerden. Heutzutage kann das schon gar nicht mehr rauchig genug sein. Also, ne, das ist so eine Reise, die man halt als Whisky-Trinker, glaube ich, durchmacht. Es gibt viele, die fangen mit Rauchigen an und direkt mit den krassen Rauchigen und sagen, wow, das ist genau mein Ding, ne? Aber mir war es echt so, ich musste mich erstmal da reinfinden und mittlerweile, also jetzt mit euch, mit der Community, habe ich mich da langsam reingebastelt und ja, ich glaube so seit Anfang des Jahres, also dieses Jahr erst, habe ich so angefangen, langsam mich in die rauchigen Whiskys reinzuarbeiten. Mittlerweile kannst du mir echt alles Rauchige fast vorsetzen, ich mag das fast alles. Also von daher, ja, freue ich mich auf jeden Fall jetzt hier den Kalila nochmal oder Kalila nochmal mit euch zu verkosten. Ich finde, es müssen auch mal immer wieder ein paar Standards zwischendurch auf dem Kanal sein. Der ist ja immer verfügbar. Der kostet 35 bis 40 Euro, hat 43% und ist gefärbt. Ne? Also der ist so hell, da frage ich mich, wie hell kam der denn aus dem Fass, wenn der noch gefärbt werden muss. Ne? Guck mal, da kannst du durchgucken. Taghell ist das Ding und trotzdem kommt da noch Farbe rein. Naja, wie gesagt, muss wahrscheinlich ein sehr, sehr heller Whisky sein, wenn der fertig ist. Ja, was gibt es zum Kalila Mock zu sagen? Dieses Mock heißt Morgendämmerung und der Whisky soll quasi, also ich wollte nochmal, Morgendämmerung sieht man halt auch auf dem Karton, ist halt wunderschön dargestellt. Ne? Seht ihr, hier wird das gerade so hell, ihr seht, die Sonne geht gleich auf, ne? Und da ist so ein kleines Dorf drauf abgebildet. Also holt mich schon ab. Ne? Das Design ist halt natürlich wieder richtig geil, muss man einfach so sagen. Hoffentlich ist der auch geschmacklich in der Nase so geil. Wie gesagt, kann mich nicht mehr so gut dran erinnern. Ich weiß nur, war halt semi-geil damals. Aber wir gucken mal. Die sagen, der Whisky soll ein direkter und unmissverständlicher Whisky sein. Also vermute ich mal, wird der ordentlich Rauch haben. Und bin wirklich gespannt, wie der jetzt so ist nach so ein paar Jahren Pause dazwischen. Deswegen Nase rein, los geht's. Also direkt ist er, muss man wirklich sagen. Ich kriege direkt typische Kalila-Noten. Ich kriege Rauch, ich kriege Zitrusnote, wirklich sehr intensive Zitrusnote. Und ich kriege eine schöne Ladung Seetang, Salz, Jod. Ne? Also das sind so die drei Hauptkomponenten von diesem Whisky. Und mehr ist da auch gerade erstmal noch gar nicht. Der hat noch so eine leichte, frische Note. Also so eine mentholige Note, wenn du halt jetzt so ein Spearmint-Kaugummi halt hast oder was, ein Vic Blau-Bonbon, dann hast du schön die Nase frei. So ist das auch, wenn ich daran rieche. Aber der Rauch ist nicht so extrem, sondern ist eher schön eingebunden. Ist so ein bisschen leichter Lagerfeuer-Asche-Rauch. So. Nimm einfach mal so ein Lagerfeuer, das brennt und da kommt so Asche runter, ne? So ein bisschen ist dieses Feeling vom Rauch. Aber es ist wirklich noch sehr zurückhaltend, muss ich sagen. Auch wenn ich Rauch als Hauptkomponente hier bekomme. Ich glaube,
Das ist so ein typischer Whisky, so ein typischer Islay Whisky, den du einfach holst, um den einfach zu trinken. Den willst du gar nicht groß auseinanderknüppeln, sondern da gehst du einfach hin und sagst, so, hier mache ich jetzt die Buddel auf und jetzt trinken wir heute mal einen Kalila Mock. So würde ich sagen, ist das, von der Nase her erstmal. Da muss ich mich nicht stundenlang mit beschäftigen. Der riecht einfach lecker, der riecht nach einem typischen Islay-Vertreter. Der bringt alles mit, was ein Islay-Vertreter in der Nase haben muss. Ja, das is ist es auch. Also mehr hat er auch nicht wirklich. Der hat diese Frische, der hat so diese salzig-jodige Note, der hat diese Mentholfrische, der hat Rauch, der hat schöne Zitrusnoten. Wirklich, es riecht wirklich lecker nach geriebener Zitronenschale. Gefällt mir. Ich habe den gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich glaube, wenn du als nicht rauchigen, also wenn du keinen rauchigen Whisky kennst und du fängst jetzt gerade als Anfänger damit an und du riechst daran, denkst du dir, bah, was ist das denn, ne? Aber ich finde den Rauch super. Super eingebunden, ist nicht zu übertrieben, ist schön. Ja, ich probiere jetzt mal. Slanja. Ja, er tut keinem weh, ne? Der hat null Ecken, null Kanten. Schmeckt einfach nur. Ist einfach nur so wie die Nase. Geschmacklich, vielleicht ist er ein bisschen zu flach, finde ich. Fast wässrig, würde ich schon sagen. Also ich finde, der paar Prozente mehr könnte der auf jeden Fall vertragen. Aber es ist wirklich so, für mich so ein typischer Islay Easy Drinking Whisky. Ja, setz dich hin, machst dir ein schönes Glas da rein, machst dir schön Dram davon, trinkst den, fertig ist. Machst du nichts mit falsch, tut keinem weh, überhaupt nicht komplex. Also wirklich, du kriegst süße Noten, du kriegst Zitrusnoten, du kriegst einen schönen Torfrauch, der aber eher so ein bisschen an so ein fast schon gelöschtes Lagerfeuer erinnert. Also wirklich, du hast das Lagerfeuer ist fast ganz aus, ist schon so. Ja, wie es ist schon, der Morgen dämmert schon, das Feuer geht aus. Also ich finde, das passt ganz gut dazu. So kann man das am besten beschreiben. Er hat noch so eine leichte Salzigkeit. Ja, aber das war's auch, ne? Abgang ist auch relativ kurz, relativ schnell weg. Brühe nochmal einen Schluck. Ja, easy drinking, macht Spaß. Wie gesagt, ein bisschen zu flach für meinen Geschmack. Also könnte auf jeden Fall mehr Umdrehung haben. Vielleicht hätten ihm so 3%, 46 würde ihm vielleicht ein bisschen besser tun, aber ist okay. Also kann man auf jeden Fall nichts mit falsch machen. Wie gesagt, im Abgang hast du noch ein bisschen Rauch. Bisschen aschig, bisschen so Holzkohle, das Lagerfeuer ist aus, ne? Er macht schon ein cooles Mundgefühl auch, ne? Also ist so, also der Speichelfluss wird sehr angeregt, muss ich sagen. Aber gut, wie gesagt, easy drinking. Setz dich hin, schütt dir einen Dram ein, fertig ist die Kiste. Wirklich, okay. Also von mir gibt es dafür auf jeden Fall 4 Daumen hoch. Preislich, ja, 35, 40 Euro, mein Gott, ne? Wenn der im Angebot ist, kriegst du noch günstiger. Ich habe den, glaube ich, für 28 Euro gekriegt. Also muss man mal darauf achten. Gibt ganz oft irgendwelche Deals oder Angebote, wo den für ein Appel und Ei bekommt. Einfach mal schauen. Ich glaube, da machst du auf jeden Fall nichts mit falsch. Kann man sich auf jeden Fall holen. Schöner Vertreter von Islay. Nicht krass rauchig, aber echt angenehm und gut zu trinken. Ja, wenn ihr den schon mal im Glas hattet, schreibt mal eure Erfahrungen damit in die Kommentare. Vielleicht habt ihr den auch schon mal im Tasting gehabt und habt damit ähnlich Probleme wie ich am Anfang. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr den so findet. Ansonsten folgt mir gerne bei Facebook, bei Instagram. Guckt auch mal andere Videos auf meinem Kanal an. Da ist eigentlich für jeden was dabei. Ob Verkostungsvideos, Tastings, das Kneipenquiz. Wir machen auch generell mal irgendwelchen Unfug im Livestream. Also einfach mal reinschauen. Ist wirklich immer was los, immer was dabei. Fast jede Woche irgendwie was los. Also von daher würde ich mich freuen, wenn ihr auf meinem Kanal auch nochmal fündig werdet. Ja, ansonsten kommt gerne in meine WhatsApp Whisky Community Gruppe. Müsst ihr mich einfach nur kurz dazu anschreiben und ich lade euch dann gerne in die Gruppe ein.
Ja, und jetzt wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit. Euer Friendly Mr. Z.